Also ich würde aber trotzdem noch mal gern im Vorgeplänkel erwähnen, dass wir uns geeinigt haben. Beim letzten Mal, wo der Nils hier war, habe ich ja gesagt, schafft die schwammigen Begriffe ab. Und dass wir uns danach noch geeinigt haben, dass schwammige Begriffe wahrscheinlich für die Kommunikation Grundvoraussetzung sind, wie uns die Garfinkel-Experimente gezeigt haben. Ja, aber schwammige Begriffe, ich glaube, das ist eine Frage, das ist tatsächlich eine Frage des sozialen Kontextes, was schwammig ist und was nicht. Das liegt nämlich, also ich glaube, das liegt an die Verankerung des Begriffes im Verhältnis zu anderen existierenden Begriffen und Konzepten. Was dem einen schwammig erscheint, erscheint der anderen vielleicht schon Ja, sehr. aber das ist doch gerade die Funktionalität, gerade weil das, was dem einen schwammig erscheint, dem anderen konkret oder wie auch immer erscheint, alle können mit diesen schwammigen Begriffen arbeiten und sich was Konkretes drunter vorstellen. Und es wird nicht darauf abgezielt, dass deine Konkretität auch meine sein muss. Wie Garfinkel beim letzten Mal nur gesprochen, der hat gesagt, Studenten geht nach Haus und antwortet euren Eltern in den Ferien ganz konkret auf die Fragen, die sie haben. Und dann wurde gesagt, schmeckt dein Essen? Und dann wurde gesagt, weiß nicht, was die gesagt haben dann. Was meinst du jetzt, die Kartoffel, den Spinat oder so? Wie geht's dir heute? Und dann fragt die immer nach, was meinst du? Meinst du, wie es mir beruflich geht, wie es mir körperlich geht und so? Es war keine, weil du auch nachfragst, dann die Konkretität einholst. Und es ist dann keine Kommunikation möglich. Die Krisenexperimente haben es gezeigt. Und Ja. deshalb habe ich meine Forderung, schafft die Begriffe ab, die mich stören, habe ich die zurückgezogen. Das ist, Ich sonst sind diese ganz konkreten Begriffe sind ja im Grunde etwas wie die Karte im Maßstab 1 zu 1. Die helfen dann nicht, weil sie keine Komplexität reduzieren. Ja. ja. Aber Okay. ist vielleicht der, also vielleicht sind dann Schwammbegriffe gerade deswegen so, weil der Schwammbegriff, das ist die Akzeptanz der anderen Konzepte. Die Forderung nach Konkretheit ist nicht eine Forderung nach, sage ich mal, also so nach einer Bestimmtheit von Information, sondern die Übernahme der eigene, dass alle anderen bitte die eigene Perspektive übernehmen und dass nichts anderes außer die eigene Perspektive geduldet wird. Das ist denn die Forderung nach Konkretheit der Begriffe. Aber ich merke gerade, dass wir eine ganz unterschiedliche Vorstellung haben von der Länge eines Vorgeplänkels. Ja. Ich weiß nicht, ob ich behaupte einfach mal, es gibt ein Zitat. Ich glaube, es ist ein Zitat, aber ich glaube, es ist zumindest allgemein bekannt, dieser Du hast Satz. niemanden begrüßt. Du Dieser hast niemanden vorgestellt. ja, bitte. Ja, vielleicht habe ich ja ein inhaltliches Konzept. Vielleicht habe ich an Okay. einer bestimmten Stelle meiner Rede die Begrüßung vorgenommen, dass ich sie nicht einfach irgendwo reinplatzieren muss. Oh, Könnte das dann bin ich ja gespannt. könnte ja sein. Gut gerettet. Vielleicht Aber auch nicht. aber auch nicht. Aber das könnte, das kann, das kann, das könnte man nur mit Sicherheit sagen, wenn ich nicht darauf verwiesen werde, du hast noch nicht begrüßt, weil damit wäre ja auch, selbst wenn ich ein Konzept hätte, wäre das damit unterlaufen. Man könnte es nur feststellen, wenn man es laufen lässt und dann an irgendeiner Stelle man feststellt, es kommt gar keine Begrüßung. Dann lehne ich mich zurück in freudiger Erwartung. Ja, aber das Ding ist ja auch, du, mit dem Verweis ist das ja abgebrochen, weil selbst wenn ich ein Konzept hätte, wäre es ja jetzt dahin. So wie unsere Hörer dahin sind. Jetzt, nachdem du das war der Publikumsbuzzer. Keine Referenzierung mehr ans Publikum. Okay. Ich möchte da konkretisieren, keine Referenz auf unser Publikum. Auf das Publikum dürfen wir sehr wohl referenzieren, weil wir das ja auch könnten oder auch das tun würden, selbst wenn wir nicht an ein Publikum gerichtet wären. Also bist wieder total in Hochform. Ich bin schon so müde, ich weiß gar nicht, wovon du redest. Ja, Ich werde. wir sind ja auch ein Einschlaf-Podcast. Ja, da können wir auch noch mal Das war, drauf. das darf, Das das wird. darf jetzt buzzern. Aber beim Einschlaf-Podcast, glaube ich, ist das Konzept nicht, dass die, die den Podcast machen, einschlafen. Aber Ich es glaube, das ist ein hilft. bisschen. Okay, ich lehne mich zurück und Ja. schau mal, was für eine Show du bietest. Ja, zu spät dafür, habe ich doch gerade gesagt. Na, dann eben eine zu späte Show. Dann schaue ich jetzt geduldig und erwartungsvoll deinem Improvisationsvermögen zu.
und bewerte das dann. Das ist Zusammen mit dem Nils, der heute da ist, genau. Dr. Nils Müller. Doktor. Das ist das Doktor. Wichtigste. Das ist das Wichtige. Das ist interessant, dass vor allem euch das so wichtig ist. Ja, Ja, das ist tatsächlich jetzt aber, das ist tatsächlich konkrete Publikumsreferenz, weil wir uns damit nach außen schmücken. wir schmücken uns. Es kommt sogar vor, dass wir sagen Doktor und den Namen vergessen, aber Auch das gut. Doktor wird immer ganz. Das Doktor bleibt ja auch immer gleich, egal wer den Titel trägt. Wer Namen ändern sich. Welpenflüsterer.de, die Nein, flüstern, Haupthomepage. flüstern. Ach Mist, Mist, Und die flüstern. Oh, jedes Homepage Mal. welpenkreuzer.de. Bitte, Welpenflüstern.de. bitte, ich habe mir überlegt, bitte schafft den Buzzer-Up, der ist einfach nur unheimlich nervig. Der ist automatisch eingestellt, wenn Fehler gemacht werden. Ach so. Da kann ich nichts dran ändern. Was ist denn Fehler? Ja. Lassen wir uns jetzt von anderen Podcasts diktieren, was unsere Fehler sind. Nein, ich meine einen Gast. Aber du bist ja gar kein Gast mehr. Du bist ja schon Dauer-Stammtischler. Zum Stammgast befördert Stammgast. worden. Ja. Einen Stammgast einzuladen und falsch zu benennen, ist ein Fehler. Ja, aber drei Podcasts, weltenkreuzer.de. Kein Podcast, nur ein Blog. Ja, stimmt. Wir sind der Oh. Podcast. Irgendein Fehler schleicht sich ja immer ein. Bitte lass diesen Passer weg. Wenn du es richtig schaffst, kommt auch was anderes. Also, drei Blogs. Weltenkreuzer.de. Auch das, lass bitte einfach nur sein. Das ist genauso. Das war das Ja, das Publikum. ist genauso nervig. Bitte buzzer, du hast Publikum referenziert. Weltenkreuzer.de, weltenflüstern.de, den letzten, der war kompliziert. Den Namen habe ich vergessen. Digitales-Wissenswerk.de. Ja, der ist lang, der ist ungünstig, Der der ist ist lang, lang. ja. Ja. Aber sprechend. Aber ist, ja, Geschrieben, aber muss geschrieben es. sieht es wahrscheinlich dann aber auch anders aus als gesprochen. Ja, gesprochen sieht es gar nicht aus. Genau, und damit hallo zurück zum Sobi-Stammtisch Oh, endlich. der 30 Minuten. Ja, 30, es sind 30 Minuten. Quasi Der 30 quasi, es Minuten. sind einfach nur quasi 30 Minuten. So, denn ich möchte mich damit jetzt nicht weiter aufhalten. Und zwar wollte ich euch mal ein Zitat, ich glaube, das ist allgemein bekannt. Ich könnte nicht sagen, von wem es ist, aber wenn es einfach nur als geflügeltes Wort Du kursiert. bist Mediensoziologe im Internetzeitalter und du weißt nicht, wie man an den Namen eines Zitats Ich kommt. habe es auch, ich hab auch nicht nachgesucht. Also, weil es ist eigentlich auch überhaupt nicht wichtig, von wem es stammt. Sag's doch endlich! Und zwar, jede hinreichend entwickelte Technik muss als Magie erscheinen. Das ist von Ja, Arthur aber C. das Clarke. weiß man doch. Dankeschön. Siehst du, so bin ich jetzt. Komm mal ein bisschen näher ans So Mikro. bin ich an meine. Ich bin zu weit Ein vom Mikro, bisschen. jetzt besser? Ja, super. So, Ein so bin Unterschied. ich, so bin ich doch jetzt an meine Quelle gekommen. Da habe ich auch eine Frage dazu, bevor wir das diskutieren. Was mir immer wieder aufstößt, muss man moralisch, ethisch Zitate und Studien, die man benennt als Freundschaftsdienst, weil jemand am Stammtisch oder wo auch immer sagt, er hatte das untersucht und das, und man sagt, ich habe da auch aber gehört, da gibt es eine Studie, die hatte ich mal gelesen, muss man die Quelle mitnennen? Weil dann, ich bin dann der Böse, weil ich die Quelle nicht mehr weiß. Ich habe aber gesagt, ich weiß nicht mehr, als du jetzt weißt, dass ich habe in meinen Erinnerungen nachge wühlt und macht dir den Freundschaftsdienst, da gibt es eine Studie, die genau das widerlegt, was du jetzt behauptest, und sagte, ja, aber da musst du mir die Quelle nennen. Wieso muss ich denn das? Ich müsste ja auch ins Internet und nachrecherchieren. Ich weiß nur, dass es die gibt. Und da könnte der ja genauso sagen, er weiß jetzt, dass sie gibt und recherchieren. Ich bin dann der Böse. Das ist mir widerfahren. Sagen wir es mal so, wenn man die Quelle als Referenz angibt im Sinne von, ich widerlege dich damit,
ist es natürlich sinnvoll, die nennen zu können, weil sonst ist das nicht überprüfbar, was ja einer der Witze hinter der Referenz auf Studien sozusagen ist, wenn es natürlich primär darum geht, ich meine, ich hätte da mal was gelesen, das und so. Ja, natürlich, mehr Wissen ist immer besser als weniger Wissen. Und da habe ich mich gefragt, ist das auch dann der Fall? Weil würde ich dann auch so sehen im Streit, wenn jemand sagt, ich widerlege dich. Aber ist dann, wenn jemand dann ablehnt, selbst zu recherchieren, also wenn jemand sagt, wenn du mir nicht deine Quelle gibst, dann lehne ich deine Ablehnung ab und sich nicht die Mühe macht, ins Internet zu gehen und das soweit er kann oder sie raus zu recherchieren, dann steckt doch dahinter nicht die Wahrheitssuche, sondern ein juristischer Wettbewerb. Ja, ich glaube, das ist vielleicht auch, also das würde ich sagen, ist vielleicht halt eine, also da verschwimmen halt die Grenzen, in was für einem sozialen Kontext man sich gerade bewegt. So, wenn wir jetzt hier locker sitzen an unserem Stammtisch und wir reden miteinander, weil viele Sachen, wir könnten da nicht gesagt werden, weil viel wird ja spontan assoziativ gesagt, so, und zu vielen fehlt dann ja, also zu vielen, ich habe zum Beispiel so gut wie zu nie was eine Quelle, weil ich sitze hier ja unvorbereitet. und naja, das sind halt, man macht halt Argumente und so, man unterhält sich und man müsste auf den spontan assoziativen Charakter verzichten, wenn man die Quellen haben will. Außer man hat ein unheimliches Gedächtnis, dass man zu jeder Information, die man mal gehört hat, die einem gerade in den Sinn kommt, auch eine Quelle angeben kann. Das referiert wahrscheinlich dann auf einen späteren Gebrauch, sodass man sagen möchte, okay, ja, du hast jetzt ein Gegenargument für mich oder für eine Position, die ich gerade formuliert habe, die ja auch eventuell gar nicht meine ist, aber ich möchte die Quelle haben, denn ich möchte in einen anderen Kontext, möchte ich das anführen können oder eben darauf vorbereitet sein oder wissen, ob ich darauf vorbereiten muss, wenn ich mich zum Beispiel in einen formal wissenschaftlichen Diskurs begebe, wo man... Ja, aber es könnte doch sein, dass der sagt, ja, die Quelle ist Herzinfarkt, tot. Und dann sagt er, ach, du konntest mir die Quelle nicht nennen. Ist doch dasselbe für den, an den es gerichtet war, als wenn jemand sagt, oh, das ist die Quelle und sagt sie mir, nö, ich sag sie dir nicht. Naja, letztlich ist er darauf zurückgeworfen, selbst zu recherchieren oder halt es sein zu lassen und dann entpuppt sich, ob er wirklich an der Wahrheit interessiert ist oder nur am Recht haben. Ja, also klar. Tatsächlich, ja. Okay, dann ist das geklärt. Dann kann ich das dem Betreffenden vorspielen. Dankeschön. Bin ich fertig. Ja, wie einfach aber auch das Herausfinden ist, da ist mir gerade klar geworden, ich habe nämlich jetzt einfach gerade bei Wikiquote Magie eingegeben und da steht genau dieses Zitat, jede hinreichend, ich kann es dir jetzt nochmal nicht genau, nochmal richtig wiedergeben, jede hinreichend fortgeschrittene Technologie ist von Magie nicht mehr zu unterscheiden und da steht es dann auch Arthur C. Clarke's und sogar noch mit weiteren Angaben dazu, die ich jetzt aber nicht mehr nenne, weil es ist auch völlig uninteressant, wer es geschrieben hat. Darf ich eine peinliche Frage stellen? Kommt. Wer ist denn dieser Arthur C. Clarke? Arthur C. Clarke ist einer der klassischen großen Science-Fiction-Autoren, sehr bekannt für seine Odyssee 2001 im Weltraum. Nein, 2001 okay. Odyssee im Weltraum, so rum. Schneide ich raus. Aber das ist doch auch wieder so ein Punkt. Im Prinzip, wenn wir das Zitat jetzt nehmen und zur Grundlage, dann ist es doch eigentlich auch völlig egal, ob Arthur C. Clarke als großer Sci-Fi-Autor oder was weiß ich. Nee, wenn es Hitler gesagt hätte, was dann? Hm? Wenn es Hitler gesagt hätte. Ja, was also dann? Wird das also keine Ahnung, also, wahrscheinlich. Sagen wir es mal so, ich finde es nicht. Er ist vergessen worden, das Zitat. Ich finde es deswegen nicht ganz irrelevant, weil es viel über den Kontext des Zitates aussagt. Weil es beispielsweise es ermöglicht, das Zitat zeitlich zu verorten. Weil es beispielsweise ermöglicht zu sagen, okay, das ist eher von jemand Wissenschaftsfreundlichem formuliert und nicht von einem großen Esoteriker und Humbugverzapfer und so weiter und so fort. Also ich denke, das ist schon deswegen relevant, weil es einem, wo wir es gerade von der sozialen Kontextabhängigkeit von Begriffen hatten, weil es uns erlaubt zu sagen, okay, was könnte hinter diesen Begriffen stecken? Wie könnten die gemeint sein und wie sind sie vermutlich eher nicht gemeint? Also mich würde ja tatsächlich immer nur, also mich interessiert ja eher als bei sowas, nicht wie es damals vom Autor gemeint war, sondern wie es aktuell in der Gegenwart behandelt wird. Okay, ja.
Das ist, und bei diesem Zitat, da habe ich drüber gedacht, weil im Prinzip Hatten das Zitat schon mal. Ich glaube, wir hatten das in der Folge über den Streit zwischen Natur und Geisteswissenschaften, oder? Stimmt, da war ich auch dabei. Daran ist so eine grundlegende Frage, weil ich finde, in diesem Zitat steckt eine ganze Menge Überheblichkeit. Von wem? Echt? Vom Autor, von wem, oder? Von demjenigen, der es benutzt, weil wenn man sich das anschaut, ne, ist ach so, von dem, der es benutzt. Weil wenn man das anschaut, sagt es eigentlich, ja, jede Fortschrittlichkeit ist von Magie nicht mehr zu unterscheiden. Naja, halt so jede Technologie, na, also Technologie als das Fortschrittliche so und als das, wie es halt ist. Und wenn das nur so weit fortgeschritten ist, dass wir es nicht mehr verstehen können, ja, dann muss es uns ja als Magie erscheinen. Also Menschen, die an Magie glauben oder auch in Zeiten als Magie halt auch tatsächlich ein Erklärungsmodell für Welt war, die haben halt die Welt noch nicht verstanden, so. Weil wenn man sie versteht, dann begreift man, dass die Sachen Technologie sind. Na, also es ist halt nur Magie. Magie ist das Konzept derer, die nicht begreifen. Das ist sicherlich nicht falsch. Die Frage ist, ob das tatsächlich ein Vorwurf ist. Oder ob das nicht eher auch ein Erklärungsansatz ist und jetzt auch wieder daraus der Denke, dass es ein Zitat eines Science-Fiction-Autors ist, der eben genau sich irgendwann an die Grenze begibt, zu sagen, okay, jetzt erfinde ich, wenn auch nur literarisch, eine Art von Technologie und stelle mir die Frage, wenn es eine hinreichend weit entwickelt, also nicht nur, ich verstehe jetzt nicht mehr genau, wie mein CD-Player funktioniert, sondern auf einmal färbt sich die Sonne grün. Technologie ist, wie integriere ich die noch? Mittlerweile sind wir sehr weit und würden zu einem sehr hohen Maße gehen, sagen, es ist etwas Technologisches. Aber es gibt immer noch so, dass es auch im wissenschaftlichen Bereich die Punkte gibt, wo gesagt wird, dahinter können wir es nicht verstehen. Ja, aber wir wissen, dass wir es nicht verstehen können. Und wenn ich jetzt mir die Rezeption angucke, wenn so etwas passieren würde, wo wir ja nicht mit rechnen, die Reaktion darauf zu sagen, das ist etwas Magisches, die finde ich immer noch nicht vollkommen abwegig. Wenn es einfach so weit weg ist, dass wir es gar nicht mehr vereinbart kriegen. Ich habe mir dann immer folgendes Beispiel immer vorgestellt. Na, also wir überlegen uns, wir stehen jetzt von unserem Tisch auf und wir gehen spazieren draußen und wir gehen einen Feldweg entlang. So, und dann auf einmal, dann öffnen sich die Wolkendecke und so eine silbern glänzende Sphäre schwebt herunter und landet auf dem Feld und dann öffnet sich da was, so ein Portal vielleicht und ein Wesen tritt heraus. Das ist vielleicht so humanoid, aber definitiv nichts, was wir als menschlich bezeichnen würden. Und das hat auch irgendwelche Metallapplikationen, trägt es dabei und das macht eine Handbewegung. Das macht so eine Handbewegung und öffnet die Hand und über seiner Hand erscheint eine Flamme. Und ich vermute ganz stark, dass die meisten Menschen, also aus, beziehungsweise ist vielleicht falsch formuliert, die meisten Menschen aus unserem sozialen Kontext und unserer Kulturlinie dann sagen würden, die würden nicht sagen, also das können wir alle nicht verstehen, was da jetzt gerade passiert ist. Wir können nicht erklären, wie das passiert ist, aber würden alle sagen, ja, das ist halt eine Technologie, die da benutzt. Und ich sage, ja, das ist ein Zauberer. Dieses Zitat hat ein ganz kleines vergiftetes Wort in sich. Das schöne Wort hinreichend. Ja. Das macht das Zitat eigentlich zu einer Tautologie. Ja, klar. Weil es eigentlich sagt, jede Technik, die nur so weit fortgeschritten ist, dass wir sie Magie nennen, ist von Magie nicht mehr zu unterscheiden. Ich würde behaupten, dass im Prinzip es geht um den dominierenden Erklärungskontext. Wenn Technologie, also ein wissenschaftliches Bild, der dominierende Erklärungstechnik ist, erscheint jedes Phänomen als Technologie. Wenn der dominierende Kontext, Erklärungskontext Magie ist, also Alchemie und was es da alles
gibt und Rosenkreuze und hast du nicht gesehen, dann ist die Erklärung immer Magie. Also es kommt nie zu dieser Überlagerung. Ich würde das Zitat eventuell umformulieren. Ich würde das Zitat, vielleicht wird das auch für dich eingängiger, wenn man sagt, es gibt ein Maß an fortgeschrittener Technologie, das so weit fortgeschritten, schrägstrich fremd, schrägstrich unverständlich ist, dass man es nur noch für Magie halten kann. Also um das ein bisschen, um dieses Hinreichen mit reinzugießen. Ja, aber das weil zum Beispiel, das, wenn es sich jetzt tatsächlich herausstellt, also klar, wir kommen jetzt ja auch alle aus einem wissenschaftlichen Kontext und sehr stark geprägt sind, aber wenn man an manche Stellen kommt und sich wirklich fragt, so, wie funktioniert das? Also in der Quantenmechanik, wo Quanten an zwei Stellen gleichzeitig, an zwei Orten gleichzeitig sein können. Oder falls sich jetzt doch irgendwie herausstellen sollte, dass die Homöopathie ganz toll funktioniert in irgendeiner Mehrfachblindstudie, auch dann würden so was, auf einmal das Erklärungsmodell quasi so in Frage gestellt werden, dass ich erstmal, okay, vielleicht ist die Aussage nur, wir wissen nichts, weil wir mittlerweile sehr stark implementiert haben, es gibt keine Magie. Aber vielleicht sind wir auch einfach nicht in der Lage, uns aus der jetzigen Position eine so weit entwickelte Technologie vorzustellen, dass wir sie für Magie halten könnten, weil wir sie ja uns ja als weiterentwickelte Technologie vorgestellt haben. Das ist tatsächlich ein interessanter, also den finde ich interessant, den Ansatz, weil so dieses Vorstellungsvermögen. Also ich würde aber trotzdem sagen, dass dieses Zitat Magie überhaupt nicht abwertet. Nö. Denn es sagt ja nicht mal aus, dass es keine Magie gibt. Also das Zitat könnte ja auch in einem, wie heißt dieses Science-Fiction-Ding, wo es Magie und Technik nebenbei gibt, diese Spielwelt, ne? Shadowrun, aber ja. Ja. So, da gibt es ja Zauberer und Techniker zusammen. Und wenn jemand sagt, okay, unsere Technik ist so gut wie eure Magie, ja, da verstehe ich deine Bedenken, mit denen also gar nicht so, Thomas, mit dem du dich da rumschlägst. Du hast ja, so wie du das erklärt hast, habe ich den Eindruck, dass du schon findest, dass da das magische Denken von bestimmten Kulturen, die dieses Denken haben, abgewertet wird. Es kann passieren, wenn, wie du sagst, Nils, das in einem bestimmten Kontext um die Ohren geworfen wird, Leuten. Aber so für sich ist dieses Zitat freundlich im Prinzip. Das führt auch noch zum anderen Punkt, der mich in den letzten Tagen so ein bisschen umgetrieben hat. Diese Frage, so dieses wissenschaftlichen Erklären versus des magischen Erklärens, weil ich jetzt in mehreren Diskussionen, gerade mit Naturwissenschaftlern, aber nicht nur, ganz oft diesen Punkt hatte, Wissenschaft ist in der Lage, Prognosen zu machen, verlässliche Vorhersagen sozusagen, also vor allem jetzt in Naturwissenschaften, in kontrollierten Experimenten. Da ist natürlich, wenn wir jetzt in der Lage wären, zu sagen, aus A folgt B, wenn A ist, dann ist B, und das konsistent passiert, dann ist im Grunde auch egal, was dazwischen liegt. Dann ist egal, ob das eine Technologie ist, was ich jetzt mal mit wissenschaftlicher Erklärung so ein bisschen gleichsetze, wobei eine Technologie natürlich voraussetzt, dass wir jedes einzelne Komponentchen dieser Kausalverbindung hinreichend verstanden haben, um es nachzubauen. Oder ob das eben nicht ist, weil das sieht man auch jetzt im sozialen Kontext mit diesem ganzen Big Data und Vorhersagen, wo sich der nächste Einbruch ereignet. Da geht es ja gar nicht darum, die Kausalität festzustellen. Da ist es egal, ob ich jetzt aus dem mathematischen, statistischen Modell, was ich da habe, wie ich jetzt darauf komme, dass da am Ende da das stattfinden wird, solange es nur so ist. Und ich glaube, was jetzt dazwischen diese Kausalverbindung ist, ob die jetzt technologisch, wissenschaftlich oder magisch ist, ist dann am Ende auch wieder egal. Hauptsache, sie ist nur hinreichend stabil. Das habe ich Ihnen jetzt gerade erzählt, okay. Es ist manchmal dieses, woher soll ich wissen, was ich denke, bevor ich höre, was ich sage? Ja, das wird mir auch oft zum Vorwurf gemacht. Und, aber meistens schön, kommt ja doch irgendwie was ganz Vernünftiges dabei rum. Ja, Thomas, wie ich bin denn du ich jetzt tatsächlich, weil das Zitat war eine Perspektive, die ich vorher nicht hatte, also dieses diese, dass
dass also das Zitat auch auf so ein Vorstellungs, also dass das auf so ein Vorstellungsunvermögen gründet. Nicht? Das, was du sagtest, dass diese Erklärzusammenhänge, die wir, also dass wir an den Punkt kommen, dass wir irgendwie Erklärzusammenhänge einfach nur sagen können, nein, das ist technologisch nicht mehr zu erklären, das muss Magie sein. Das hatte ich einfach, also hatte ich einfach nicht auf dem Schirm. So Ja. nur. Allerdings würde ich dann auch wieder zurück referenzieren auf den Gebrauch. Na, weil meiner Erfahrung nach war es denn oft so, dass dieses Zitat dann immer so, also genauso, also immer gehandhabt wurde. Und ich glaube, es wurde auch in unserer Podcast-Folge so gehandhabt, als dass es eben nicht in dieser Wendung vorkommt. Also entweder, weil dieses Zitat bietet einem dann zwei Möglichkeiten. Entweder referenziert man damit das Unvermögen der anderen oder das eigene Unvermögen. Entweder das Unvermögen von anderen, dass sie etwas nicht verstehen und es deswegen als Magie deklarieren, oder das eigene Unvermögen, dass man dass wir, dass, dass, dass ich mir nicht vorstellen, keinen Zusammenhang vorstellen kann, den ich nicht für Technologie halten kann. Weil das muss man auch sagen, halt, ich muss ja etwas nicht verstanden haben, um es für Technologie zu halten. Wenn das der dominierende Kontext ist, dann würde ich immer sagen, ja, das kennen wir ja auch aus dem Alltag. Wer weiß denn im Detail, wie irgendwelche technischen Instrumente funktionieren? Da sagt man halt, ja, warum funktionieren das? Sagt man, ja, das ist halt Technologie, so, da gibt es halt schon Erklärungen für, so, ne, warum das funktioniert. Die kenne ich zwar nicht, aber die gibt das schon. Es wird die Ne? schon geben, ja. Aber es gibt so einige Leute, wenn ich denen das Zitat jetzt sagen würde, würden die zustimmen, sind aber nachweislich esoterische Hexen. Und die würden sagen, ja gut, klar, wir zapfen aus dem Universum Magie an und wahrscheinlich können das manche dann mit Technik hier und da nachstellen. Ja, deshalb, also ich weiß weder so richtig, was jetzt dein Problem damit war, noch wo jetzt du die Lösung gefunden hast, weil das ist so ein ganz neutrales, so eine ganz neutrale Sache, wo jeder Magiegläubige und jede Magiegläubige sagen würde, ja, klar, kann man so machen. Die Frage ist doch, wäre dann anders, wenn Tech, also die Frage ist, müsste dann sagen, also müsstest du den Magiebegriff dann wirklich abtrennen von der Wirklichkeit, sodass wir dann davon ausgehen, dass das, was in dem Zitat steckt, dieser Begriff Magie, auch von dem Zitateur als etwas Unwirkliches, insofern, dass es etwas eingebildet ist, eine eingebildete Kausalität. So, die sehe ich in Stimmt. dem Zitat aber noch gar nicht drin. Jetzt habe ich aber auch Nee, komische aber, Sachen ja, geredet, das, aber da nee, bin ich aber ein ich finde, guter das macht schon Sinn, was Gesellschafter. du gesagt hast. Weil dieses Zitat dann wohl anscheinend tatsächlich von sich aus Danke. halt erstmal ganz neutral da steht. Ne? Also wie Nietzsche sagte, halt wie eine Tautologie ist. Ne? Halt, wenn wir etwas sehen, das wir als Magie bezeichnen, dann bezeichnen wir es als Magie. Fand ich wunderschön. Und da ist die Frage, gibt es denn Magie? So. Aber es fällt halt immer in den Kontext, so, ne? Das Zitat, es gibt, ich glaube, es gibt keine neutralen, es gibt gar keine neutralen Sätze, so, die fallen halt immer in den Kontext und sind halt irgendwie gemeint. Ne? Und wie verbleiben wir jetzt mit diesem Zitat? Sind wir, also müssen wir uns jetzt Sorgen um dich machen? Weil, guck mal, das ist so lange her, das ist doch Monate her, als das fiel, und das scheint dich ja bis heute nicht zur Ruhe kommen zu lassen haben. Und in 6 Monaten kommst du dann wieder. Leute, ich habe hier ein Zitat. Deshalb wäre es nicht schlecht, wenn wir das jetzt klären, ein für alle Mal. Ja, ich glaube, ich glaube, was mich an der Besprechung dieses Zitats immer so irritiert hatte, war diese Prägung der Begriffe, dass denn immer, also dass es denn tatsächlich in der Form auftrat, naja. Die Magie, das ist halt das Unverständnis so, ne? Und das war dann immer ein Kommentar da drauf, auf andere Erklärungsmodelle, weil ich meine, der Witz ist ja eine Sache, ich glaube ja selber gar nicht an Magie.
deswegen könnte ich ja eigentlich damit gut leben, wenn ich sage, wenn jemand sagt, ja gut, die Leute, die an Technologie glauben, ja, die haben es halt verstanden, so, ne? Das sind halt die cooleren. Na gut, an Technologie glauben. Aber naja, was ich, also wie kann man an Magie, an Technologie nicht glauben? Also man kann vielleicht an die an die Versprechung nicht glauben, aber an Technologie, die wird uns doch, ja, die Moment ist ja mal, da. Einen Moment Also obwohl ich konstruktivistisch rangehen möchte, aber die ist da, einen Moment. Oder? Oder doch nicht? Es ist doch Magie. Man kann es eben nicht differenzieren, ja, weil das, wir können doch René, ich glaube, du hast es gesagt, so, ne, dass wenn man jetzt, wenn du jetzt esoterische Menschen mit esoterischen Menschen darüber reden würdest, die hätten da gar nicht so das Problem gefunden, denn sie sagen, ja, das kann man, klar, kann man auch als Technologie rekonstruieren. Ja, wir drehen es nämlich einfach um, die Gleichung. Wir sagen, also Magie kann man nicht von Technik unterscheiden. Sowohl also Technik oder Technologie und Magie sind halt Erklärsysteme und sie haben kein materielles, sage ich mal, Gegenstück, sondern sie sind eine Beschreibung von materiellen Zusammenhängen. Und es kann auch eben tatsächlich so verstanden werden, je nachdem, wer es sagt, also derjenige, der die Magie unterstützt, sagt, ja, ihr Wissenschaftler müsst euch erst so richtig weit entwickeln, bis ihr mal für Magie gehalten werdet. Ja. Während der Wissenschaftler mit seinem eher abschätzigen Blick auf den Begriff der Magie sagt, ja, das ist alles nur das Unverständnis, was Thomas ja gerade auch erwähnt hat. Also ich glaube, ich finde diese Zweiseitigkeit extrem spannend. Je nachdem, wie man es verwendet, kann man es tatsächlich im Grunde in beide Richtungen auslegen, je nachdem, welche Konnotation man im Kopf für diese beiden Begriffe mit sich bringt. Die Verwendung des Zitats sagt denn ja was aus über den ganzen Kontext, in der es verwendet wird. Ne? Keine Ahnung, vielleicht ist es wertvoll für Leute da draußen, vielleicht auch nicht. Wir haben die halbe Stunde, wir haben unsere halbe Stunde quasi abgesessen hier. Wir sind unserer beendet. Pflicht nachgekommen. Und ich hätte jetzt tatsächlich einen Hinweis für ein gutes Zitat. Ja. Da muss ich aber nochmal, dass ich nichts falsch wird, oder? Moment, nochmal googeln. So viel Zeit muss sein. Soll ich das diesmal vorlesen? Bitte. Okay, also, Abschlusszitat. Jede hinreichend fortschrittliche Technologie ist von Magie nicht zu unterscheiden. Das ist interessant. Das kannte ich noch gar nicht. Da müssen wir uns wohl nochmal drüber unterhalten. Wir unterhalten uns nächste Woche wieder. Mit irgendwem. Mit Menschen. Jeder für sich und alleine und zusammen. Und bis dahin soll doch jeder glauben, was er will. Ist mir doch scheißegal.